Pfingstfreunde müssen nicht mehr lange warten, denn morgen startet der traditionelle Alsfelder Pfingstmarkt. Und wir stehen jetzt hier schon auf dem Festplatz um die Alsfelder Stadthalle. Und hier wird schon viel gewerkelt. Und wir stehen hier nämlich nicht alleine, sondern mit dem Generalpächter Heiner Distel. Herr Distel, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Jetzt habe ich Sie gesagt, wir wollten ja aufs Du gehen fürs Gespräch. Ich bin der Heiner. Hi. Und wir wollten einen kleinen Rundgang machen und mal gucken, was gibt es hier Neues, was gibt es Altes, was macht vielleicht den Alsfelder Pfingstmarkt so besonders. Aber vielleicht erst mal, letztes Jahr war so das erste Jahr nach Corona. Wie ist es jetzt so, ich sag mal, in der Fortsetzung wieder hier zu sein? Hat es wieder eine gewisse Normalität bekommen, oder? Ja, in gewisser Weise schon. Es ist wieder eine gewisse Normalität eingetreten. Aber trotzdem, Corona hat uns schon auch einige Veränderungen gebracht, mit denen wir heute noch zu tun haben. Was sind das für Veränderungen? Ja, einige Kollegen sind weggefallen. Mhm. Also die haben über die Corona-Zeit, wenn man so will, jetzt nicht überlebt. Die haben entweder es genutzt, aufzuhören oder eben sich anderweitig orientiert. Mhm. Zweites Problem ist, wir haben natürlich erhebliche Personalsorgen. Die hatten wir schon auch teilweise vor Corona. Mhm. Aber Corona hat es nochmal verstärkt, weil in den 2 Jahren, wo wir nicht arbeiten konnten, sind natürlich viele unserer Mitarbeiter in anderen Branchen runtergekommen und die fehlen uns natürlich jetzt heute. Mhm. Also das sind so Sachen, mit denen wir ein bisschen zu kämpfen haben. Und, aber nichtsdestotrotz versuchen natürlich wir die Normalität und die Routine in die Veranstaltung reinzubringen. Und was uns natürlich besonders dabei hilft, ist der Zuspruch, den wir haben. Also die Leute wollen auf die Volksfeste gehen. Ich wollte es ja gerade schon ansprechen. Wir hatten ja letztes Jahr im Rundgang, haben sie die Prognose gewagt, sag ich mal, zu Besucherrekord beim Alsfelder Pfingstmarkt. Es ist ja tatsächlich so eingetreten. Ja. Es ist so eingetreten, deswegen. Toppen wir den dieses Jahr nochmal? Ah, also wäre schön. Also die Wettervorhersagen sind so, dass wir wirklich also hervorragendes Wetter, Volksfestwetter haben. Mhm. Und jetzt vor allem nach der langen Zeit, wo es nicht so schön war. Das vom letzten Jahr zu toppen wird schwierig werden, weil letztes Jahr natürlich viel Nachholbedarf da war. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, also so die Resonanz, wenn man so ringsherum hört, ist sehr, sehr positiv und also wir rechnen schon wieder mit dem starken Besuch. Mhm. Und trotz, ich sag mal, mal gucken, ob es Besucherrekorde werden, gibt es ja trotzdem unglaublich viele Highlights. Also wenn wir uns mal hier umgucken, alleine wenn wir mal darüber gucken, können wir ja schon mal hingehen. Das Shake and Roll, was ist das für ein Fahrgeschäft? Es sieht für mich aus wie so ein typischer Breakdancer. Aber ich sehe, da können sich viele Sachen bewegen. Ja, also es ist ein Breakdancer hoch 4, wenn man so will. Oh Gott. Nein, also die Fahrweise ist ähnlich wie ein Breakdance, nur dass die Gondeln sich nochmal in 2 Ebenen in sich drehen. Und auch überschlagen über Kopf. Und zwar das eigentlich allein durch die Fliehkraft. Da ist kein Motor drin, allein durch die Fieber schaukeln die sich hoch und überschlagen, dann machen dann beispielsweise einen Purzelbaum nochmal zusätzlich während der Fahrt. Also es ist schon was, man braucht einen gesunden Magen, aber wir haben genug Karussellfans hier, die das genießen werden. Ja, vielleicht auch was von vor dem 4. Bier. Ja, aber wie gesagt, Karussellfans, die lieben sowas. Mhm. Die können es oft gar nicht wild genug bekommen. Das glaube ich. Wie ist das eigentlich, so einen Festplatz zusammenzustellen? Also ich meine, wie fängt das an? Wie muss man sich diesen Prozess vorstellen? Weil viele Leute kommen ja immer und sagen, ach, warum gibt es denn nicht wieder das dieses Jahr? Warum gibt es denn nicht wieder das dieses Jahr? Also der Prozess ist folgendermaßen. Wir schreiben die Veranstaltung, da gibt es eine Fachzeitschrift, die heißt Der Komet, wo also sämtliche Veranstalter und Schausteller abonniert haben und auch online abfragen können. Und dort schreiben wir die Veranstaltung aus, also mit einer Annonce. Dann gibt es einen Bewerbungsschluss, der ist am 15. November. Und danach fangen wir dann mit der Sondierung aus, eine Vorauswahl. Dann wird mit denjenigen, die man sich vorstellt, mal telefoniert, gesprochen. Weil viele, sagen wir mal so, wir kriegen insgesamt vielleicht 250 Bewerbungen. Können aber nur 40 zulassen. Mhm. Also daran sieht man schon, es sind natürlich auch viele Bewerber dabei, die sich, sagen wir mal, auch nur aus Vorsicht bewerben, falls sie eine andere Veranstaltung nicht kriegen. Also ein Backup quasi. Genau, so als Backup. Mhm. Und deswegen muss man dann vorher mit den Kollegen sprechen. Sagen wir, ich stelle mir ein Konzept zusammen und ich sage, okay, ich möchte den Shake, Riesenrad und den Rock'n'Roll. Mhm. Und dann rufe ich die Kollegen an. Und dann sagt der eine oder andere, du, das passt mir rein, super. Und dann sage ich, okay, dann werde ich dich auf die Liste stellen. Und mancher sagt auch, du, das passt mir überhaupt nicht, ich bin zu der Zeit eigentlich da und da. Okay, dann muss ich wieder umplanen. Mhm. Und ja, dann werden im Januar die Verträge verschickt an die Kollegen.
Und erst wenn die Verträge unterschrieben zurück sind, dann kann ich eigentlich mit der richtigen Planung beginnen. Weil dann weiß ich, okay, der hat einen Vertrag unterschrieben, der kommt. Und dann wird der Plan erstellt, also ein Lageplan erstellt, die Platzierung ausgemacht. Das muss natürlich auch alles passen. Ja. Also man muss immer auch so gucken, funktioniert das überhaupt so? Kann ich vielleicht, haben die letztes Jahr da waren, vielleicht überhaupt wieder Zeit? Passt das überhaupt? Ja, gut, will man das ja auch? Man hat einen wieder? Gewissen Stamm und den erwartet der Gast, der Besucher auch. Der sucht seinen Imbissbetrieb, wo er seine Bratwurst kriegt oder wo er seine Mandeln kauft. Die sind so Stammbetriebe, die kommen seit Jahrzehnten her. Und solange sie ihr Geschäft gut und ordentlich betreiben und vor allem eine gute Qualität bieten, sehe ich auch keinen Grund, die dann auszuwechseln. Und dann gibt es natürlich die Wechselgeschäfte. Das ist zum Beispiel die Karussells, das sind die Highlights. Da muss man jedes Jahr ein bisschen was anderes bringen, was Neues bringen, mal auch wieder was bringen, was vielleicht vor vielen Jahren schon mal da war. Was aber und so versucht man eben dem Platz jedes Jahr ein neues Bild zu geben. Und ja, das gelingt mal mehr, mal weniger, aber für Alsfeld läuft es immer schon ganz gut. Ja, wir können ja vielleicht gerade schon mal ein bisschen mit dem Rundgang weitermachen, so ein bisschen bewegen. Sie haben gerade gesagt, es gibt Leute, die sind schon seit Jahrzehnten hier. Wie ist so das Verhältnis zu den Schaustellern? Ist das was sehr familiär ist? Und gerade wenn vielleicht jemand Neues dazukommt, ist das wie, als wird man so direkt in der Familie aufgenommen? Ja, es ist, sagen wir mal so, die Schaustelle ist schon eine große Familie. Man kennt sich untereinander. Man trifft sich auch immer wieder auf den Festplätzen. Also sagen wir jetzt, wenn wir jetzt in die Firma Schäfer, die treffe ich im Jahr nur maximal zweimal auf Veranstaltungen. Okay. Weil die sonst eine ganz andere Tour haben wie ich jetzt. Und, aber dann ist es schön, wenn man sich trifft, weil wir kennen uns. Und sagen wir mal, wir haben hier im Alsfelder Pfingstmarkt eh ein sehr familiäres oder Zusammensein. Das wird halt auch daher, da ich als Generalpächter natürlich einer von ihnen bin. Ne? Ja. Also dadurch ist da schon ein gewisser Zusammenhalt. Wir machen auch heute Abend zum Beispiel immer zum Start, heute Abend so einen gemeinsamen Grillabend zum Schausteller. Okay. Wo man sich einfach trifft. Ich will auch die Zusammengehörigkeit ein bisschen fördern. Denn eins ist auch klar, wir haben hier jetzt 40 Betriebe. Jeder Betrieb hat sein eigenes sagen wir mal Betriebsklima oder seine eigene Betriebsphilosophie und diesen jenes. Nur der Besucher, der sieht das Ganze als eine Veranstaltung. Das stimmt. Und das versuche ich auch den Kollegen mal zu ermitteln. Leute, wir sind eigentlich eins. Wir haben mal jeder unseren eigenen Betrieb und dafür verantwortlich, aber im Grunde genommen sind wir eine Veranstaltung, eine Firma. Das ist ein großes Fest. Und wenn einer von uns missbaut, fällt es auf alle zurück. Ja. So schaut es aus. Und das ist eben, so sage ich immer, der Zusammenhalt muss da sein und den will ich damit fördern. Wir haben eben gerade darüber gesprochen, für Fahrgeschäfte mal ein bisschen was Neues, mal ein bisschen mal was Altes. Wir haben jetzt tatsächlich was letztes Jahr schon da war, aber Klassiker. Es muss dazu, das Riesenrad Mon Amour. Also das Riesenrad ist schon, darf auf keinem Festplatz eigentlich fehlen. Irgendwas ist so ein Wahrzeichen. Ähnlich wie jetzt der Autoscooter, der genau auf der anderen Seite steht. Dazu habe ich auch gleich noch eine Frage, da kommen wir gleich hin. Okay, aber das sind so Klassiker, Kinderkarussell, die erwartet der Besucher auf dem Volksfest. Die gehören dazu. Und hier haben wir auch noch den großen Vorteil, dass man das Riesenrad sogar von der Autobahn sieht. Ich wollte es gerade sagen, weil wenn man mal die A5 lang fährt, oder ich weiß gar nicht, ob man es von der A7 ist, vielleicht ein bisschen weit, aber von der A5, man sieht das. Man sieht auch, da ist ja ein großer LED-Display auch noch dran. Jawohl, da ist ein LED-Display dran, wo wir natürlich auch den Pfingstmarkt noch mal bewerben. Jetzt bei dem Sonnenlicht sieht man es nicht. Aber ja, der Betreiber macht es auch gut hier. Also ihr seht ja selber, die geben sich wirklich Mühe mit der Aufmachung, mit der Dekoration. Ja. Man will das alles wirklich ansehnlich gestalten. Das ist ja auch gerade nochmal jetzt bei Tageslicht sehen wir ja alles, wie es aufgebaut wird. Wenn es erstmal dunkel wird, hat das ja ein ganz anderes Feeling. Ja, ich sage immer, also schöner ist ein Festplatz bei Nacht mit der Illumination, mit der Beleuchtung. Wir haben jetzt den anderen Klassiker hier hinter uns, den Autoscooter. Und da wollte ich Sie mal fragen. Der Autoscooter ist ja sowas, das findet man auf jedem Festplatz. Ja. Woher kommt das, dass das so ein Klassiker ist? War das eines der ersten Fahrgeschäfte, die existiert haben? Oder warum ist so ein Autoscooter, gehört bei jedem Volksfest dazu? Ich krieg die Frage oft gestellt, ganz ehrlich gesagt. Ich krieg die Frage wirklich oft gestellt. Ich dachte, ich wäre originell. Nein, und ich verstehe auch, dass man, ich frage mich das selber manchmal auch so. Wir haben auch schon versucht zu ergründen. Aber es ist halt einfach, der Autoscooter ist was Spezielles. Also es ist erstmal ein Fahrgeschäft, wo man selber gestalten kann. Also man kann selber lenken, man kann selber die Fahrt gestalten. Nummer zwei, mit einem Fahrchip können zwei Personen fahren. Also ich kann jemanden einladen. Es ist so ein bisschen sehen und gesehen werden. Es ist so ein bisschen anbandeln. Und das Nummer drei kommt auch dazu, es kann jeder fahren. Da wird es niemandem schlecht. Das stimmt.
Es ist so eine Mischung aus so vielen Faktoren, dass es wirklich eigentlich unverzichtbar ist für jeden Volkswirtplatz. Mhm. Und auch, also wenn man so Kinder hört, das ist immer, früher war es ja wirklich, hatten wir so einen Treffpunkt der Jugend. Ist es ja heute noch so. Es ist im Mittelpunkt vom Platz. Hier trifft sich alles, wenn sie am Samstag da kommen, dann ist ringsrum stehen die Leute und es ist so ein Treffpunkt. Mhm. Und das hat sich so entwickelt im Laufe der Jahre. Ja. Und ist gut so. Ist es toll? Ja, ich finde es auch toll. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Jetzt gibt es ja aber auf dem Festplatz nicht nur Dinge für Karussellbegeisterte, sondern auch, also ich bin jemand, wenn ich über den Festplatz gehe, ich komme nicht darüber hinweg, an jeder Fressbude einmal zu halten. Was gibt es denn für kulinarische Highlights am Pfingstmarkt? Ja gut, da haben wir ein ganz breit gefächertes Angebot. Das ändert sich auch mittlerweile. Wir haben jetzt mittlerweile, gibt es immer wieder neue Produkte. Zum Beispiel letztes Jahr hatten wir das erste Mal neu dieses Churros, wo wir jetzt langsam drauf zulaufen. Mhm. Es ist bombig angekommen. Vor 5 Jahren kannte ich das noch gar nicht, ganz ehrlich gesagt. Okay. Und war es auf Volksfestplätzen auch noch nicht so präsent. Und ja, aber dann wiederum der Klassiker, die Bratwurst, die Pommes. Das gehört einfach dazu. Wir haben dann einen vegetarischen Stand. Man versucht, das Angebot breit zu fächern, für jeden etwas. Und ja, Qualität muss stimmen. Das ist das, wo wir sehr, sehr großen Wert drauf legen. Und wo wir einfach sagen, Leute, die Qualität muss einfach stimmen, weil das fällt auf die Veranstaltung zurück, wenn es nicht dementsprechend ist. Ja, das stimmt. Und es ist ja auch für viele so ein Aushängeschild. Also es gehen ja nicht nur alle Leute zum Karussellfahren hier oder zum Laufgeschäfte. Ja, ich meine, das ist auch für die Familie so. Da geht man mit den Kindern durch. Da ist, wie gesagt, man versucht nicht ins Wasser zu tapsen. Und das sind halt so Sachen, die gehören dazu. Das sind in jedem Freizeitpark sieht man sowas heute, ist halt sowas. Mhm. Natürlich dort stationär kann man natürlich noch mit ganz anderen Effekten arbeiten, wie jetzt hier transportabel. Das ist überhaupt unser Problem. Das ist schon immer so gewesen, aber diese Mobilität, die so ein Volksfestplatz hat. Sie müssen rechnen, hier wird hier ein kleines Dorf aufgebaut, das in 3 Wochen oder 2 Wochen schon wieder in der nächsten Stadt steht. Mhm. Aber diese Mobilität kostet uns natürlich auch viel, viel Geld und auch viel Einsatz und Arbeit. Geld in dem einen Sinn, dass wir erstmal unsere Anlagen mobil gestalten und bauen müssen, dass sie mobil sind. Man sieht es jetzt hier, glaube ich, noch. Man kann einfach gefühlt alles hochklappen und mitnehmen. Ja, genau. Da ist viel Hydraulik drin, dann ist ein Fahrzeug dran. Nummer 2, durch die Mobilität, durch den Auf- und Abbau hast du auch immer wieder Reparaturen. Ist klar, bei jedem Montage oder Demontage geht auch mal was kaputt. Das kommt noch, da noch hinzu. Und dann kommt natürlich auch dazu, die Mobilität ist auch ein Problem, warum wir mit Personalproblemen haben. Ich meine, es will nicht jeder 14 Tage in einer anderen Stadt sein. Mhm. Mancher einer hat seine Familie, seine Heimat will da bleiben. Und dadurch tun wir uns natürlich auch schwer mit Personal. Ist wahrscheinlich auch schwierig. Ich denke mal, vor Ort Personal finden wird wahrscheinlich auch. Ja klar, wer will denn schon dann arbeiten, wenn alle anderen feiern? Das ist doch so ein Problem. Ja, das stimmt. Wer will denn schon dann arbeiten? Sie haben gerade ein bisschen erzählt, die Nachteile, ich sag mal Nachteile in Anführungszeichen, von Volksfesten gegenüber von Vergnügungsparken. Gibt es auch irgendwie einen Vorteil? Also was macht denn ein Volksfest, ich sag mal, besonderer im Gegensatz zu einem Vergnügungspark? Ja, wir kommen zu den Leuten. Ja. Im Vergnügungspark muss man hinfahren, muss man planen, muss man Urlaub nehmen. Und wir kommen in die Stadt zu den Leuten. Das ist unser Vorteil. Mhm. Und natürlich, wir sind temporär, das ist temporär begrenzt. Das heißt also, der Pfingstmarkt dauert 5 Tage. Und wenn ich da hin will, muss ich in den nächsten 5 Tage, egal wie das Wetter ist, einfach mal kommen. Mhm. Ja? In dem Freizeitpark kann ich mir aussuchen. Der hat das ganze Jahr auf, weil ich da hinfahre. Und man schiebt es meistens. Man schiebt es meistens, ja. Und vielleicht, es ist ja auch ein Treffpunkt hier für viele Leute. Ja, ich meine, auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, so Veranstaltungen wie der Alsfelder Pfingstmarkt sind auch in der Bevölkerung eng verwurzelt. Das gehört dazu. Da gibt es natürlich auch viele Alsfelder, die vielleicht gar nicht mehr in Alsfeld wohnen, aber zum Pfingstmarkt nach Alsfeld kommen, weil es eben so eine traditionelle Alsfelder Veranstaltung ist. Und davon leben wir natürlich. Die traditionellen Volksfeste, die in der Bevölkerung verwurzelt sind, die werden auch in 50, also meine Prognose wieder mal, die werden auch in 50 Jahren noch da sein. Das ist gut möglich. Ja. Ja. Man fängt ja irgendwo an und geht dann weiter.
Jetzt haben wir natürlich nicht nur Karussells und Fahrgeschäfte für, ich sag mal, die Hartgesonnenen, sondern wir haben ja auch was für Kleinere, für die Familie. Ja, es muss für alle was da sein. Das ist, da legen wir auch großen Wert drauf. Also die Familie ist unser, ich meine, die Jugend kommt und feiert, die will feiern. Mhm. Aber so ein gewisses Zielpublikum ist doch die Familie. Weil ich sage mal, die Kinder, die jetzt zu uns kommen, kommen dann irgendwann auch als Jugendlicher. Das wächst ja dann. Mhm. Ne? Und wenn wir die Kinder verlieren, dann verlieren wir irgendwann auch die an nächste Generation. Mhm. Und deswegen legen wir großen Wert darauf, dass wirklich für die Kinder und für Familie, auch für die Sicherheit auf dem Volksfest, wir arbeiten mit Sicherheitsdiensten. Wir wollen, dass die Leute sich hier sicher fühlen, sollen hier feiern, mhm, ohne Angst zu haben. Gibt es da auch, ich sag jetzt mal, in der Zielgruppenentwicklung, also so ein bisschen, verändern sich da die Sachen, die Leute haben wollen an Fahrgeschäften oder an Karussellen oder an Dingen an dem Pfingstmarkt? Wir hatten jetzt eben gerade schon mit Fressbuden, dass es jetzt vegetarische Angebote gibt. Aber auch bei den Fahrgeschäften merkt man da, dass die Jugend jetzt andere Dinge möchte? Ja, also ich sag mal so, die Klassiker sind schon noch die beliebtesten Sachen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wir haben jetzt hier vorne zum Beispiel ein Geschäft stehen, das Rock'n'Roll. Das ist natürlich hier im Eingangsbereich, wo jetzt Leute wollen noch zuschauen. Ja. Das ist, ich habe mal gesagt, es gibt, wenn ich mir jetzt den Rock'n'Roll, also ich würde da nicht mehr fahren. Gut, ich bin aus dem Alter raus, sagen wir mal so. Aber es gibt zum Beispiel von den Besuchern, sagen wir mal, einen gewissen Prozentsatz, der ist nicht allzu hoch, das ist maximal 20% der Besucher, die sich da reingetrauen. Mhm. Aber die anderen 80% vergnügen sich dabei, weil sie zuschauen können. Und das ist ja auch wichtig. Also ich meine, die wollen ja auch dann mal und winken und sehen und lachen. Und das. Wir haben auch mal eine Studie gehabt vom Deutschen Schauspielerbund. Die hören wir gar nicht so gerne, aber dass es einen gewissen Prozentsatz gibt von ungefähr knapp 10% der Besucher, die auf dem Festplatz kein Geld ausgeben. Wirklich? Sondern okay, die wirklich nur kommen, sich einfach bummeln, gut, vielleicht eine Tüte Mandeln auch kaufen, aber, mhm, aber auch nicht mehr. Und einfach mal rumschauen, Leute treffen, das ganze Flair genießen, den Duft der Mandeln oder der Duft der Bratwurst und die Musik genießen. Ja gut, ich sag mal, die 10% bringen ja dann vielleicht auch wieder Leute mit. Klar. Kann man ja auch. Ich meine, die sind genauso willkommen wie alle anderen, sagen wir mal so. Ja. Wir sind um jeden Besucher froh. Halt's fest. Ja, und jetzt sind dazu, das Festzelt zum Beispiel ist ja auch so, und die Stadthalle bieten natürlich auch ein tolles Programm, muss man dazu sagen. Apropos Programm, wir haben jetzt auch wieder eine Änderung dieses Jahr. Statt einer Drohnenschau wie letztes Jahr gibt es ein Feuerwerk. Ja. Warum das? Ja, erstmal ist das Feuerwerk, ist der traditionelle, gab es eigentlich immer zum Pfingstmarkt. Mhm. Und wir haben letztes Jahr das Experiment mit einer Drohnenshow gewagt. Weil man gesagt hat, okay, wir wollen ja mal was Neues ausprobieren. Der Trend geht ja da auch dahin und Feuerwerke haben meiner Meinung nach zu Unrecht nicht gerade den besten Ruf, oder weil sie eben auch Lärm und Umwelt, die ganze Diskussion da ist. Aber ich muss natürlich sagen, die Drohnenshow letztes Jahr hat uns gezeigt, dass sie kein adäquater Ersatz war. Okay. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Also erstmal war die Resonanz nicht die wir uns erhofft haben. Mhm. Und zweitens ist es finanziell einfach, wir hatten letztes Jahr so eine Drohnenshow Light, sagen wir mal so, das war die kleinste Ausführung, die man bekommen kann. Mhm. Und selbst die hat schon weit über das Doppelte gekostet, als was ein Feuerwerk kostet. Das also ist stattlich, das muss man auch erstmal wieder reinbringen. Ja, und wir hatten letztes Jahr dann wirklich mit Sponsoren, sonst hätten wir es überhaupt nicht stemmen können. Die Stadt hat sich beteiligt, wir haben den Förderverein in der Stadt, von den Geschäften, die haben sich nochmal beteiligt, sonst hätten wir das gar nicht stemmen können. So, und jetzt, wenn man nämlich heute da eine Steigerung haben will, natürlich haben wir uns Angebote gemacht, wir informieren uns da immer weiter. Wir hatten ein Angebot von der Drohnenschau, eine etwas erweiterte Drohnenschau, die lag dann bei 25.000 Euro. Das ist viel. Im Vergleich, wie ist man da beim Feuerwerk? Beim Feuerwerk liegen sie bei 6.000 Euro. Okay. Und zwar beim guten Feuerwerk. Mhm. Also Feuerwerk geht bei 3.000 Euro an. 6.000 Euro ist schon ein High-Glas-Feuerwerk. Mhm. Und das ist halt einfach nicht zu stemmen. Ja gut, und dann sind das ja zwei Faktoren, die zusammenspielen und die sagen, und dann muss Feuerwerk man auch dazu sagen, also wir sind wirklich, wir tragen auch unseren Teil zur Klima Freundlichkeit und zum Umweltfreundlichkeit bei. Wir waren die Ersten, die ohne irgendein Gesetz unsere ganze Beleuchtung eigentlich schon auf LEDs umgestellt haben. Mhm. Weil es für uns auch eine Kostenersparnis war. Mittlerweile nicht mehr, der Strom ist jetzt so teuer, also wir zahlen jetzt genauso viel wie früher. Na gut, im Endeffekt wäre es dann jetzt noch teurer als damals. Das stimmt. Also gut, aber da waren wir die Ersten. Wir waren die Ersten, die auch von den Mülltrennung angefangen haben. Wir waren die Ersten, die
sagen wir mal, Mehrwerkgeschirr und Becher eingeführt haben. Also wir sind da schon sehr, sehr weit. Und ich sage mir, auch unsere Anbieter von Feuerwerken haben sich weiterentwickelt. Wir sind da heute auch dabei und sagen, Leute, ihr könnt vom Müllaufkommen, von der Belästigung, was die Rauchschwaden alles betrifft, sind die heute alles viel, viel weiter. Mhm. Gut. Aber so ein Feuerwerk ist einfach, gehört dazu. Das ist Tradition und wir wollen auch die Tradition des Pfingstmarkts ein bisschen bewahren. Mhm. Und wir hatten letztes Jahr also dann wirklich im Nachhinein wirklich viele Besucher, die sagen, eine Drohnenshow schön und gut, aber ein Feuerwerk ist besser. Ja, und dann im Endeffekt fällen ja auch so ein bisschen die Entscheidung die Leute, die kommen. Weil man will ja auch ein Fest machen für die Leute. So sehe ich es auch. Und ich meine, man darf es auch immer nicht vergleichen mit einem Feuerwerk, was jetzt, sagen wir mal, an Silvester abgebrannt wird. Es ist wirklich schon ein hier kommen professionelle Pyrotechniker, die das also berufsmäßig machen. Mhm. Da ist die Sicherheit und alles natürlich ganz oben angesiedelt. Und deswegen, ich freue mich drauf. Ich würde sagen, das ist ein schönes Abschlusswort, weil wir freuen uns nämlich auch auf den Eisfelder Pfingstmarkt. Ich sag, Heiner, Dankeschön für den Rundgang. Gerne, gerne. Und ich lade euch alle herzlich ein, wie gesagt, ab morgen Abend 17 Uhr. Ab morgen Abend 17 Uhr, da habt ihr es nämlich gehört, findet in Alsfeld wieder der Pfingstmarkt statt. Mit der traditionellen Eröffnung des Festzugs vom Marktplatz zum Festzelt und dann dem Festbieranstich. Wir freuen uns auf jeden Fall und bis dahin viel Spaß.